die Studios des privaten Fernsehsenders Joyce in Berlin. Von hier aus übertragen die Programmmacher zurzeit jeden Tag knapp 3 Stunden Fernsehen. Joyce sendet über Satellit, über Kabel und vor allem übers Internet, wo auch die meisten ihrer Zuschauer zu Hause sind. Joyce macht Social TV. Die Zuschauer können Sendungen kommentieren, Themenvorschläge machen und so Teil des Programms werden. Zum Beispiel in der Musiksendung Living Room. Hier stellen die Zuschauer den Studiogästen Fragen per Facebook und Twitter. Chats und Videotelefonate sind natürlicher Bestandteil der Sendung. Die Zuschauer können sich auch untereinander unterhalten oder mit den Redakteuren. Bei Joyce geht man davon aus, dass der Fernsehzuschauer der Zukunft mehr will, als nur zwischen verschiedenen Sendern auswählen. Daher muss der ständige Austausch mit der Community selbstverständlich werden, meint Joyce-Produzent Carsten Kolmus. Im Vorfeld einer Sendung reden wir erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten mit der Community und fragen, was soll denn eigentlich Thema der Sendung sein? Und es kann sein, dass wir uns was ganz anderes vorgestellt haben und müssen dann letztendlich sehr spontan schwenken und auf die Bedürfnisse der Zuschauer eingehen. Internetnutzer haben sich daran gewöhnt, dass sie Massenmedien nicht nur passiv konsumieren können. Alle großen Nachrichtenportale bieten heute Kommentarfunktionen für ihre Artikel. Social-Media-Redakteure und Community-Manager betreuen diese Online-Gemeinschaften fast rund um die Uhr. Beim ZDF ist man davon überzeugt, dass Internetnutzer das auch zunehmend vom Fernsehen erwarten. Zuschauer wollen mehr Einfluss und mehr Austausch, meint Online-Redakteur Holger Meyer. Dieser Social-Aspekt ist einer, dass sich Zuschauer, glaube ich, nicht einfach nur berieseln lassen wollen, sondern sie wollen Feedback geben können, sie wollen auch diskutieren können mit dem Programm. Bei so viel Interaktion reicht ein Bildschirm nicht mehr. Das Smartphone oder Tablet wird immer häufiger zum zweiten Bildschirm. Fernsehmacher sprechen vom Second Screen. Während einer Krimiserie oder einer Fernsehshow kommentieren die Zuschauer gleichzeitig das Programm auf Twitter oder Facebook. So entstehen im Netz spontane Gemeinschaften, die Zuschauer ans Programm binden. Während es beim Social TV wichtig ist, dass die beteiligten Zuschauer die Programme gleichzeitig sehen, gilt beim Video on Demand genau das Gegenteil. Die Zuschauer wollen selbst entscheiden, wann sie eine Sendung sehen. So wie sie es von YouTube kennen. Der Ausbau solcher Mediatheken ist teuer und bisher sind die Zugriffszahlen überschaubar. Mit mehr als 6 Millionen Nutzern im Monat ist die ZDF-Mediathek zwar das erfolgreichste deutsche Video-on-Demand-Angebot, im regulären Fernsehen allerdings hat allein das Nachrichtenmagazin Heute-Journal so viele Zuschauer an nur 2 Tagen. Aber die jüngeren Zuschauer halten sich im Internet auf. Und gerade die brauchen die Fernsehsender dringend. Für mich persönlich ist das Fernsehen über den IP-Kanal, technologisch gesprochen, das überlegenere Fernsehen, weil ich als Zuschauer mehr Möglichkeiten habe. Und ich persönlich glaube auch, dass sich das innerhalb der nächsten, 10 Jahren sich durchsetzen wird. Meine Kinder werden nicht mehr live gucken, es sei denn, es läuft ein interessantes Fußballspiel, sondern werden wie selbstverständlich über welches Gerät auch immer ihre Playlist zusammenstellen und die abspielen, wo sie wollen. Aber im Internet sind die Fernsehsender mit ihrem Video-on-Demand-Angeboten nicht mehr alleine. Auf Videoplattformen wie Maxdome oder WatchEver kann sich jeder aus unzähligen Spielfilmen, Fernsehserien und Dokumentationen sein eigenes Programm zusammenstellen. Noch sind die Nutzerzahlen dieser Angebote unter der Millionenmarke und damit weit unter denen der Mediatheken. Aber diese Konkurrenz wird stärker. Social TV und Video on Demand. 2 Entwicklungen, die in völlig unterschiedliche Richtungen laufen. Trotzdem müssen Fernsehsender beide Entwicklungen verfolgen, glaubt der Journalist Daniel Brökerhoff. Und zwar, weil sie zum einen den Zuschauer entbinden von diesem Zeitzwang, dass man dann gucken muss, wenn etwas im Fernsehen läuft. Und er hat das Gefühl, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein durch Social TV, weil er dadurch mit anderen sich austauschen kann, die er zum Teil auch gar nicht kennt. Am Ende könnte paradoxerweise beides stattfinden. Das Fernsehen zerfällt, abseits der Großereignisse, in die kleinen Brocken der Mediatheken und On-Demand-Dienste. Der gemeinsame Fernsehabend, wie man ihn aus dem letzten Jahrhundert kennt, wäre damit tot. Aber in den Communities des Social TV finden die Zuschauer wieder zueinander, zu ganz neuen Formen des Miteinanders. Denn Fernsehen gemeinsam schauen ist einfach schöner, auch in Digitalien.